Hallo, heute sind wir im Loro-Park. Wie entsteht überhaupt ein Blutausstrich, was die Chrissy da vorne macht? Zum Beispiel, ich habe einen Objektträger. Auf diesen Objektträger kommt ein Tropfen Blut. Dieser Tropfen Blut wird mit einem Slide ausgestrichen und wird getrocknet. Ein Tropfen Blut ist das, ja? Sagt man ungefähr, um so einen Blutausstrich zu machen. Habe ich diesen Blutausstrich? Kann ich den färben. Das nennt sich Quick-Dip. 30 Sekunden, 30 Sekunden mit Wasser und dann mit Wasser spülen. So. Also, ich habe meinen Objektringer mit dem Ausstrich, stelle den hier rein und gehe auf die Uhr. Da ist überall ein bisschen Farbe dran. Klar, wir arbeiten ja auch hier. Und warte diese 30 Sekunden jetzt ab. Das heißt, die Blutzellen fixiert. Gehe dann in die nächste Phase des Anfärbens. Gehe dann wieder auf meine 30 Sekunden. Früher hat das ewig gedauert. Früher hat man ewig gefärbt. Mindestens 20 Minuten in der Lösung, 20 Minuten in der anderen Lösung. Heute heißt es Quick Diff. Die Erde, die Welt dreht sich, alles geht schneller und schöner. Ist auch das fertig? Ist schon wichtig, dass man die 30 Sekunden noch einhält. Sollte nicht mehr und auch nicht viel weniger sein. So. Dann habe ich das schon mal mit Eosin angefärbt und jetzt lege ich in die eigentliche Färbung rein. Das ist dann im Prinzip auch schon das Ende, dass die Zellen sind fixiert, die Zellen sind angefärbt und das ist das, was ich letztendlich im Mikroskop dann später sehen kann. So, gehe dann hier raus, dann hole ich mir man zieht da natürlich immer Handschuhe an, weil Sie sehen sicherlich auch, dass es alles. Man kann es nicht so sauber halten, weil es einfach verabstoppt ist. Sollte auch nicht auf den Boden kommen, sonst geht es nicht wieder raus. So, das Ganze wird jetzt vorsichtig unter leichten Tropfen von Wasser abgespült. Und das ist schon fertig. So, und dann stellt man das einfach nochmal zum Abtropfen hier hin. In der Zeit mache ich mir meine Fortlösung schon mal wieder zu, dass da nichts passiert. Und das ist dann, ja, das trocknet dann noch. Früher haben wir das immer mit dem Föhn abgetrocknet. Heute lassen wir es so trocknen. Und das wäre dann der fertige Blutausstrich.
Und den würde die Christine, würde ich ihr den jetzt geben. Christine, das ist der nächste Blutabstrich für dich. Dankeschön, das Mikroskop und der könnte dann jetzt gezählt und untersucht werden. Okay, alles klar. Kommt da noch ein Tropfen Öl drauf. Damit das, damit man die Zellen zählen kann. Ne? So, ich stelle das jetzt auf ein 100er Okular ein. Da steht auch Öl drauf auf dem Okular. Und dann haben wir den fertigen Blutausstrich. Und da sieht man auch eine wunderschöne Zelle hier oben. Wenn ich jetzt Training machen würde bei ihr, dann könnte man sehen, da oben ist ein neutrophiliger Stabkerniger. Ne? Stabkerniger. Das sind die Heterophilen? Ja. Das sind Thrombozyt? Das sind, genau. Der Delfin ist halt schön, ne? Und Delfine. Patina oder? Dann habe ich hier Clara. Ah, Clara. Bei Clara. Das ist hier die weißen Blutzelle und das sind die roten Erythrozyten. Man kann die Daten, die man dann auf dem Mikroskop hat, auf den Computer laden und man kann auch von den verschiedenen Blutausstrichen, die man jetzt hier im Screen sieht, kann man auch einen Film machen und man kann Fotos machen. Zum Beispiel, ich habe hier jetzt einige Fotos gemacht von Sachen, die uns interessieren. Von Parasiten zum Beispiel, von Pilze. Da können wir hier die alle speichern und nachher, wenn wir dann auch zum Beispiel bei Studenten und so zeigen wollen, dann können wir das ja auf unserem PC dann aufladen. Ne? Aber kann man viel machen mit diesem Mikroskop. Und auch viel zeigen und lernen. Ne? Das ist ja sehr wichtig. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.